Hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich möchte mal wieder Lilien machen. Ich habe mich entschieden, ich nehme die Farbe Alcohol Ink Jamboree und Alcohol Ink Hot Rose. Ich probiere es einfach mal aus. Ich kombiniere das ein bisschen und ja, ihr werdet sehen, wie ich es mache, was ich vorhabe. Genau. Also als erstes kommt jetzt in jede Form. Die habe ich jetzt noch kurz geföhnt, also über die Oberfläche geföhnt, damit die schön warm ist, damit die Farben gut fließen. Jetzt mache ich in jede Form 4 Tropfen. Jetzt nehme ich erstmal das Hot Rose, mache ich mal hier einen Tropfen in die Mitte und dann mache ich mir 3 Tropfen nebendran. Da tropfe ich einmal in die Mitte und mache mir hier von dem Jamboree 3 Tropfen nebendran. Hier nehme ich das Jamboree und mache auch 3 Tropfen nebendran. Und hier das Jamboree und außen das Hot Pink. Hot Rose, Entschuldigung. 1, 2, 3. Genau, es arbeitet schön, es ist gut. Ich finde, es geht am besten, wenn die Oberfläche kurz davor eingeföhnt wurde. Dann kann das irgendwie schön arbeiten. So, meine Farben wieder zumachen. Ich muss mal dringend diese Flaschen reinigen. Schlimm, schlimm. Okay, dann habe ich mir mein Weißgemisch hier schon vorbereitet. Das ist das Pigment Drop in Weiß. Das nehme ich jetzt ja gerade immer, wenn ich irgendwelche Blumen mache. Das funktioniert bei mir am allerbesten. Dann kann ich mir das dosieren, wie ich das brauche. Ich weiß für mich meine Grammzahl. Ich weiß für mich, wie viele Tropfen ich nehmen muss. Und es wird dann eigentlich immer gleich. So, die sehen ja echt lustig aus. Ich bin mal gespannt, was es gibt. Oh Gott. Wo ist die Schere hier? Dann schneide ich das mal ab. Und dann schauen wir mal. Mein Spritzbeutel ist vorbereitet. Ich muss ein bisschen rausdrücken, weil das meistens so unter Druck ist. Okay, ich fange dann in der Mitte, mache wieder Blütenstempel. Dazu gehe ich einfach hier im Kreis rum. Mache vielleicht so 2 Runden. Habe ja meistens sowieso zu viel Farbe. Okay. Puh, nächste. Meine Mitte ist irgendwie nicht meine Mitte. Oh, das kommt ja richtig rausgeschossen. Ist eine große Blütenmitte. Blütenmitte dieses Mal. So. Ach, muss ein bisschen hier rauslassen. Irgendwie. Dann hier ist bei dem Rosa ein bisschen schwieriger zu erkennen, obwohl hier geht es noch. Genau, ich mache alle von der Blütenmitte her gleich. So, hochkonzentriert. So, fast geschafft. Die letzte kommt noch. Sehr spannend. Okay, weiter geht's. Aber es macht Spaß. Kann man so ein bisschen abschalten, ein bisschen runterkommen und einfach hier das Gießen genießen. Habe ich jetzt genügend oder fehlt da noch was? Ich glaube, das passt. Ich weiß nicht. Okay, dann geht es weiter an die Bögen. Also meine Farben sind ja total komisch verteilt hier. Ich weiß auch nicht, was los ist. Dann lege ich mal los hier. Ist irgendwie nicht so richtig. Keine Ahnung. Meine
Mein Weiß ist auch so arg flüssig. Ich habe ein bisschen länger gewartet. Es fließt mir echt davon. Okay, prima. Sieht ein bisschen komisch aus. Das Rosa hat sich nicht so richtig verteilt. Hier bei der Farbe geht es besser. Ich glaube, bei Resin Inks geht es auch noch viel besser. Ja, aber egal. Ich mache einfach das Beste draus. So, jetzt die andere noch. So. Ich denke, weil von Mal zu Mal wird es vielleicht auch besser. Einfach mal gucken, was dabei rauskommt. So, nächste. Ja, bis man einfach für sich weiß, wie man es am besten macht mit der Technik oder egal mit welcher Technik. So. So, die letzte noch. Wichtig ist es, oder schön ist es, wenn es schön arbeitet, das gefällt mir dann. Manchmal bleibt das Weiß auch so zu liegen, verteilt sich nicht so richtig. Aber hier geht schon los. Oh, ich muss mal hier kurz meinen Spritzbeutel wieder richten. Aber bin total zufrieden bis jetzt. Bin gespannt, wie es rauskommt. Auf jeden Fall. So. Ich mache die diesmal auch nicht so breit, damit sie es eher schließt. Aber ja, ich habe schon öfters erwähnt, das Harz hat seinen eigenen Kopf. Es macht sowieso, was es will. Genau. Dann schauen wir mal, was es heute will. Was heute dabei rauskommt. Juhu. Upp, und Klecks noch. Super. Ich habe es mal so weit geschafft. Habe jetzt mal meine Blütenblätter gegossen. Mache das gleich mal auf die Seite. So, jetzt geht es noch ans Gestalten. Ist aber eigentlich auch schnell passiert. Also im Prinzip ein schneller Guss, aber heute ist mir das Weiß wirklich hier richtig davon geflossen. Das war halt sehr überschwänglich. Und jetzt geht's ans Formen. Ich nehme mein Dotting-Tool, mein liebstes Werkzeug. Ihr könnt einen Zahnstocher nehmen, ein Holzstäbchen, einen Spatel, was ihr möchtet. Passt nur auf, dass ihr nicht am Boden der Form entlang schrammt. Und jetzt muss ich mich mal orientieren, wo hier meine Linien sind. Hier ist es gar nicht so einfach. So. Ich fange erst mit den drei Hauptblüten an. Und dann mache ich hier diese kleinen. Man könnte jetzt auch 6 Tropfen reinmachen, dass alle gleichmäßig sind, aber ja. Oder in 2 Schichten arbeiten. Das möchte ich eigentlich auch nächstes Mal machen. Einfach mal in 2 Schichten arbeiten. 3 Bögen reinmachen und dann härten lassen, die nächste Schicht gießen und dann die anderen 3. Das möchte ich immer probieren, aber ich bin dann meistens so ungeduldig, denke, ach komm, ich mache es alles auf einmal fertig. Und ja, egal. Man kann nicht alles haben. So. Ich habe manchmal den äußeren Bogen hier zu weit auseinander gemacht, zum großen Abstand gelassen. Aber ja, egal. Ich darf halt nicht wirbeln. Nein, ich darf nicht wirbeln, sonst ist es ein bisschen chaotisch. Sonst hätte ich mir die Punkte sparen können. Und gerade das finde ich so schön, so die Mitte mit diesen Punkten, mit dem Blütenstempel. Es hat was. So. So. Nächste. Fast fertig. Es arbeitet schon, also bin schon zufrieden. Jetzt haben wir halt mal Alkoholinks verwendet. Opake, die weißen. Also das Rosa ist ja mit Weiß versetzt. Und das andere Alkoholink. Die sind ja allgemein luftiger als die Resin-Inks.
Ja, nicht so deckend, einfach luftiger, transparenter. Habe ich alle. Ich muss noch einmal durchschauen. Ja, sieht gut aus. Also was ich jetzt noch mache, ich gehe noch vorsichtig mit dem Föhn drüber. Das brauche ich jetzt nicht filmen, dass es noch ein bisschen sich schließt. Und ja, dann schauen wir mal. Ich habe noch sehr viel Platz. Und es sieht da von dem Rosa her ein bisschen komisch aus. Es liegt so drauf, so ein Klecks. Ich werde wahrscheinlich schon irgendwas aufgießen müssen. Vielleicht einen ganz leichten Crackle-Effekt. Und ja, ich schau mal. Ich lasse es erstmal 2, 3 Stunden stehen. Dann könnte ich quasi schon aufgießen. Genau. Schauen wir mal, was passiert. Ihr werdet sehen. Ich nehme euch dann mit auf die Reise. Bis dann mal. Ciao, ciao. So, weiter geht's. Ich habe mir jetzt hier schwarz angemischt und pink. Ich hoffe, das passt. Das beißt sie vielleicht nicht so arg mit den Farben. Ich habe keine Ahnung. Der schwarze ist Pigment Drop in Black. Und das Pink ist das Royal Fuchsia Pigmentpulver. Ich mache einfach noch einen ganz einfachen Crackle-Effekt. Ich gebe das Schwarze hier am Rand entlang. Ich hoffe, dass ich genügend Schwarz angemischt habe. Einfach hier so einmal rum. Mache jetzt bei allen vier. Kann natürlich auch nur Schwarz aufgießen. Das funktioniert auch. Ich wollte einfach nur so ein bisschen einen Effekt. Mein Dunkel gefällt mir generell immer gut. Aber so ein bisschen was mit drin ist auch gut. Das kringelt sich immer. Ich weiß nicht warum. So. Und dann machen wir hier weiter. Total konzentriert. Ist schon witzig, oder? Wie die sich kringelt. Und noch einmal. Ich hoffe, das reicht. Das sieht zu so voll aus, aber der Becher ist schon voller Harz. Ich lasse immer härten und dann mische ich mir nur kurz die Farben zusammen. Das ist ja kein Verhältnis, wenn man nach jedem Guss einen Becher wegschmeißt. Das ist ja Blödsinn. Deswegen schaue ich schon, dass ich dann ähnliche Farben immer in den gleichen Becher gebe. Aber es kommt halt nicht immer hin. So, jetzt muss ich mal hier so ein bisschen verteilen. Minimal habe ich noch. Viel ist es wirklich nicht mehr. Da fehlt noch ein bisschen am Rand. Machen wir hier weiter. So. Vor allem darf nicht übergießen. Muss ich aufpassen. Ja, ist gut gemischt. Passt soweit. Ja, auch nicht zu viel schwarz machen. Ein bisschen Effekt soll ja noch da sein. Okay, minimal habe ich übrig. Alles gut. Jetzt muss ich noch einmal kurz hier drüber föhnen. Da hat zu viel Bläschen. Moment bitte. Schon passiert. Es entlüftet sich halt irgendwie und dann steigen die Bläschen auf. Jetzt gebe ich mal überall rein. Und dann werde ich noch aufgießen, bis überall soweit voll ist, dass es passt. Und dann entsteht ein Crackle-Effekt. Ich habe auch kräftig das Pulver reingemischt, das nicht so transparent ist, sondern wirklich richtig schön stark. So, und jetzt kann ich ein bisschen feintunen, ein bisschen auffüllen. Zu voll möchte ich sie nicht machen, dass es mir nur überläuft, das wäre immer blöd. Und dann noch, ich glaube, da ist schon voll. Okay, also es ist wirklich minimal übrig. Dann lasse ich mal die Kamera mitlaufen, ab und zu gehe ich vielleicht mit dem Föhn drüber, schauen wir mal, was passiert. Und dann freue ich mich aufs fröhliche Ausformen. So, Ausformzeit. Ich versuche es einfach mal, ob ich schon ausformen kann. Bin wieder wie immer mega, mega nervös, mega aufgeregt, mega gespannt. Sind natürlich wie immer noch ein bisschen weich. Aber
Ja, egal. Was wissen, was da rauskommt. Wow. Okay. Sieht mal ganz cool aus, aber das mit dem Alkohol Inc. ist ein bisschen schief gelaufen. Mit dem Hot Rose. Oh Gott. Ja, dann schauen wir mal, was die anderen bringen, was da rauskommt. So, was ist das nächste? Ja, ich habe ziemlich viele Kleckse reingemacht, aber ich finde es irgendwie trotzdem cool. Es hat schön gearbeitet. Der Hintergrund sieht cool aus. Es leuchtet so richtig. So, da hatte ich jetzt, glaube ich, gar kein Hot Rose. Ich muss selber noch überlegen. Ist noch ziemlich weich. Ja, sieht besser aus. Schon cool. Sie sind so knallig, die Farben sind so knallig, auch die Rückseite hier ist so knallig. Ja, genau. Also das letzte. Mega cool. Also das mit dem Hot Rose ist ein bisschen ein Problem. Der Crackle ist auch nicht so richtig geworden, wie ich das wollte. Aber ich finde sie dennoch echt cool. Muss jetzt gleich flach hinlegen. Finde sie mega cool aus. Gefällt mir wirklich richtig gut. Lasst mal eure Kommentare da, ob es euch gefällt. Natürlich gerne einen Daumen hoch, ein Abo, wenn ihr mögt. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video. Vergesst nicht, in der Beschreibungsbox habe ich noch Rabattcodes für euch von Etta und Moods & Shapes. Könnt ihr dann gern mal in Anspruch nehmen, wenn ihr das möchtet. Ich lege die jetzt mal flach hin, meine Schätzchen, und finde sie richtig cool geworden, auch wenn sie noch lange nicht perfekt sind. Die Mitte ist ein bisschen arg lecksig, aber ich finde es hat was. Sieht ein bisschen mystisch aus. Doch, gefällt mir sehr gut. Also, dann lasst eure Kommentare da. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.